Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Home Fitness. Schnell, einfach, effektiv. Schön, dass du dabei bist. Heute gibt's einen Zirkel. Heute werden wir uns richtig bewegen. Natürlich machst du so mit, wie es für dich okay ist. 8 Stationen, jede Station 2-mal, 1 Minute lang, dazwischen 30 Sekunden Pause, wo du dich wirklich auslockerst. Aber vor allem, wenn wir im Stehen sind, bleib weiter in Bewegung. Und natürlich kannst du jederzeit zwischendurch kleine Pausen einlegen. Jetzt machen wir uns warm. Richte dich auf, heb dein Brustbein, Schultern zurückziehen und im Wechsel die Schultern nach hinten kreisen lassen. Gerne ganz locker mitwippen mit deinen Knien. Richte dich auf. Gut. Nochmal. Rechts, links. Deine Größe, nimm deine Ellbogen mit. Noch 4, 3 noch, 2 noch und rück nochmal beide Ellbogen locker. Noch 4, 3. 2 und noch mal einzeln rechts und links. Und jetzt ziehen die Ellbogen nach vorne. Schau mal, rechts. Und wirklich dran denken, dass deine Brustwirbelsäule mit in die Rotation geht. Mach weiter, links abrollen, rechts abrollen. Arme gehen weiter. Hin, her, ganz leise. Fußspitze, Ferse. Ein bisschen schneller Tempo. Hin, her. Nochmal langsam. Hin, her, hin und schneller. Langsam. Hin, her und schneller. Langsam und schneller. Gut, da bleiben. Komm enger zusammen, roll deine Füße ab, Fußspitze, Ferse am Platz. Schon so ein bisschen warm. Roll mal doppelt ab, doppelt, 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 doppelt. Noch 4, 3 und noch einmal Tempo. Wenn wir jetzt gleich starten, dann sage ich dir immer vorher, was als nächstes kommt. Also immer in den Pausen dazwischen, wo du dich auslockerst, zeige ich dir die nächste Übung, okay? Unsere erste Übung ist ganz einfach, laufen. Du kannst immer, wenn wir laufen, auch gehen. Wenn wir springen, kannst du auch einen anderen Schritt machen. Ich zeige dir das immer. Bereit? Los geht's. 1 Minute und Start. Laufen oder gehen? Muss auch nicht im Takt sein. Unsere erste Minute. Leise abrollen. Krone auf deinem Kopf. Immer nach. 24 Sekunden. 17, 16, 15. 8, 7, 6. Und Pause. Halbe Minute, wo du wirklich dich auslockern kannst. Unsere zweite Runde. Laufen kommt jetzt. Also wir machen die immer hintereinander, die zwei Runden. Lockern. Ja.
Bist du wieder bereit? 5 Sekunden noch. Nicht stehen bleiben. Und los geht's. 2. Runde. Laufen oder gehen. Wir haben wirklich den ganzen Körper dann doch trainiert. Arme und Schultern und Brust, die lassen wir so ein bisschen aus. Hast du vielleicht heute oder morgen noch was davon von gestern warst du dabei. Komm. 15 Sekunden. Fünf, vier, drei. Pause, locker, nicht stehen bleiben. Unsere zweite Runde ist Kräftigung Beine. Ich zeig's dir, du lockerst dich aus. Kommst tief, kommst nach oben, tippst außen. Wichtig, Rücken gerade und einfach aufrichten und außen tippen. Okay. Beinkraft, ganz tief gehen, ruhig bis in die Waagrechte. Los geht's. Komm tief, kannst die Arme hochnehmen oder hier vorne lassen, wie du willst. Drück dein Tempo. 1 Minute durchhalten. Deswegen ruhig langsamer machen. Geführt die Bewegung. Hoch. 28 Sekunden. Meine Beine werden schon heißer, deine. Beinkraft. 15 Sekunden. 2 Lockern. Auslockern. 2. Runde gleich. Wichtig ist wirklich dazwischen ausruhen lassen und dann ein 2. Satz. 10 Sekunden noch. Freut man sich über die 1/2 Minute Pause. Okay, und los geht's. Wieder tief und hoch. Rücken gerade. Dreißig Sekunden. 20 Sekunden. Wenn es nicht mehr geht, mach Pause. 8, 7, 6, 5, 4. Lockern. Unser nächstes Twisten. Dazu locker aus bitte, kannst du entweder nur die Fersen heben oder du hebst so ein bisschen mehr ab vom Boden. 1 Runde Ausdauer. Wichtig ist nur, dass du, wenn du größer wirst, auch die Fußspitzen abhebst. 2 Sekunden noch und los geht's. Also entweder nur Fersen heben und twisten oder wirklich so ein bisschen größer werden. In Bewegung. Aufrichten.
30 Sekunden noch von der ersten Runde. Sekunden, 14, 13, 5 Sekunden, 10 Sekunden, lockern, noch eine zweite Runde dann. Bleibe in Bewegung, nutze die 30 Sekunden, um zu entspannen, Puls nach unten lassen. Okay, letzte Runde twisten, gerne auch mit Armen oder hier, gerne auch mit Richtung. Mal nach rechts, mal nach links, wie du willst. Gerne mal weiter offen, mal enger. Noch 5 und locker. Sehr schön. Nächste Runde ist genau das, was ich gerade mache. Ein Kick. Rechts, links. Du kannst so machen oder kicken mit Abspringen. Ja, oder einfach nur ganz locker nach vorne kicken im Stehen. 9 Sekunden. Also Puls geht höher, wenn du mit abspringst. Klar, oder? Okay, Kick. 40 Sekunden. 30. 20 Sekunden. 5 Sekunden. 10 Sekunden, locker, gleich nochmal den Kick, letzte Runde, aber jetzt Puls wieder nach unten, 14 Sekunden. 5 Sekunden, 1 Minute, Kick, letztes Mal, 30 Sekunden noch. 16, 15, 14, 13,
einatmen. Okay, Pause. Nächster. Ich zeig's dir, du bleibst in Bewegung. Große Grätsche. Hier tief. Rücken gerade. Knie Richtung Fußspitzen. Und wenn du hochkommst, eine Ferse hoch. Dann wieder runter. Andere Ferse hoch. Beinkraft. Nur so tief gehen, wie es für dich passt. 5 Sekunden. Bereit? Grätsche. Tief. Hoch. Ferse heben. Oben ist Balance gefragt. Gleichgewichtstraining. Hier unten dürfen die Oberschenkel gerne in die Waagrechte. Genau. Und du denkst dran, wir haben ja 1 Minute Zeit. Kein Stress. 24 Sekunden noch. Ups, 10 Sekunden noch. Drei Sekunden. Lockern. Halbe Minute. Und dann noch eine zweite Runde. Und dann haben wir nur noch 3 Übungen. Lockern. 10 Sekunden noch. Okay, komm schon mal in die Grätsche und langsam tief, komm hoch, tief, hoch, Balance. Wirklich Zeit lassen, schön tief und dann auch wirklich dein Gleichgewicht finden, da oben. Nochmal. Fünf Sekunden noch. Und lockern. Puh. Wir sind hier. Du kannst entweder springen, Knie nach außen oder Tap, Tap machen. Okay? Du kannst auch wechseln, mal so, mal so. Aber jetzt locker dich aus. In 5 Sekunden geht's los. Und los geht's. Also entweder Sprung oder Tap. Spannung im Bauch. Kannst du auch so machen, ja? Hin, hin. Sekunden. Sekunden. 9. 9 und locker. Genieße 30 Sekunden Pause. Zweite Runde und dann noch 2 Übungen auf dem Boden. 15 Sekunden Pause. Noch 5,
3. Entweder springen oder tippen. Kannst auch die Arme mal ändern. Sekunden oder so. Lockern. Nächste. Bleib bitte in Bewegung hier oben. Ich zeige dir die nächste Übung. Dazu kommst du gleich noch nicht. Nach unten. Unterarm ablegen. Fersen in eine Höhe vom Oberkörper. Rausziehen. Komm schon mal nach unten zu mir. Unterarm ranziehen. Und jetzt Becken anheben. Komm gleich mit. Und wir gehen hier hoch und tief. Knie heben und Becken heben. Wenn es mal nicht mehr geht, sieht auch keiner. Wichtig ist, dass du dich hier rausziehst aus der Schulter. Genau. Taille, Po, Stützkraft. Nochmal hoch. Merkst auch die untere Po-Hälfte, oder? Nur noch 25 Sekunden. Komm, komm, komm. Oder mal zwischendurch wieder hierher. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Und Pause. Du hast eine halbe Minute Zeit, auch mal die Schulter jetzt zu lockern, dich langsam auf die andere Seite zu drehen. Wichtig ist wieder Fersen ungefähr in die Höhe vom Becken, hier nach hinten. Ferse ist unterhalb oder Ellbogen ist unterhalb von der Schulter. In deine Richtung ziehen. Schau mal Becken anheben, Bauch fest. Und los geht's. Hoch, ab, hoch, ab. Und wie gesagt, wieder zwischendurch die Übung. Alles gut. So, 35 Sekunden noch. Lösen. 30 Sekunden Pause. Ich zeige dir schon mal die letzte Übung. Du darfst dich gerne noch mal auslockern. Ich zeige es dir schon mal. Wenn du unten bist, Handflächen zur Decke, Füße ganz eng zusammen. Eine Ferse ist auf dem Knie aufgestellt, Knie Richtung Decke. Und von hier hoch und tief. Okay? Wichtig ist, Becken ist parallel zum Boden. Es geht los. Komm zu mir. Ferse aufstellen. Abheben und jetzt hoch, tief. Gib einen noch knackigeren Po und hinteren Oberschenkel. Und durch das Aufstellen ist der Rücken ausgeschaltet und du arbeitest wirklich nur ins Gesäß. Wir haben noch 35 Sekunden.
schaffen wir, oder? 20 Sekunden noch. Komm, komm, auch wenn der Po brennt. Jetzt wird's heiß. Lohnt sich, versprochen. Und Pause. Auslockern. Ruhig mal zwischendurch das Gesäß, hier das Bein herziehen. Lockern. 15 Sekunden noch Pause zum Auslockern. Und dann kommt die andere Ferse aufs Knie. 10 Sekunden. Füße wieder eng zusammen. Schultern locker. Und jetzt kannst du gleich, geht los, Ferse auf das Knie und hoch und tief. Hoch, ab. Nie ganz ab, immer aus der Spannung raus und das Knie zeigt nach oben. Becken parallel zum Boden. Perfekt. Das ist die letzte Seite, die letzte Übung. Wirklich. Ein bisschen noch. Nur noch 18 Sekunden. Geht, oder? Nur noch 5 Sekunden. Und locker auslockern. Ein Bein fassen. Nach oben ziehen. Nochmal Zeit lassen, dass du wieder nach oben kommst zum Stehen. Locker wirklich. Lass dir Zeit, lass deinen Kreislauf mit. Komm auf deine Füße. Stütz dich auf und roll dich ganz langsam nach oben auf. Und wenn du hier bist, dann gehst du nochmal ganz entspannt und machst einen Schritt nach rechts und links. Hin, her. Locker lassen. Den ganzen Körper wahrgenommen. Alles eigentlich, oder? Sogar so ein bisschen Stützkraft. Zwei Schritte. Nach links. Nochmal nach rechts. Ganz locker. Rechts. Beine merkst du auch, oder? Nochmal einen Schritt. Einen. Zwei. Einen. Zwei. Einen. Zwei. Einen, hier bleiben. Schau mal, hin, her. Und jetzt gehen die Arme einfach locker von oben nach unten. Genau, lass sie fallen, fallen, fallen. Morgen gibt es übrigens Bauch und Rücken. Verlagern. Schau mal, hin, her. Hin und her schwingen, Arme ein bisschen höher nehmen. Ganz locker. Mach nur weiter. Und lass die Arme sinken, locker aus. Bleib in der Grätsche. Ausgelockert, dann tauchst du jetzt ein mit dem Brustbein und rollst dich auf, fängst mit dem unteren Rücken an, dich aufzurollen. Nochmal eintauchen.
aufrollen, Bauch sanft nach innen ziehen und nochmal tief. Gleich nochmal. Bleib hier. Linke Ferse heben, dreh dich nach rechts. Ganz tief, jetzt schieb die Ferse nach hinten raus, so weit wie es geht. Einfach nur mal halten. Spür die Dehnung im Hüftbeuger, in der Wade hinten. Und langsam das Knie nochmal absetzen. Vorne deine Ferse anziehen, schieb dich ein Stück zurück. Halten. Kannst das Knie auch ein bisschen gebeugt lassen. Versuch deinen Bauch Richtung Oberschenkel zu ziehen. Spür die Rückseite. Dann kommst du langsam wieder nach vorne. Fuß aufstellen hinten, dreh dich, einmal zur anderen Seite, Ausfallschritt. Jetzt schau wieder, dass du die Ferse ganz weit nach hinten schiebst, das Knie streckst. Halten. Dann Knie absetzen, Fußspitze anziehen, entweder Knie gestreckt oder so ein bisschen gebeugt. Mit jedem Ausatmen in die Dehnung hinein schmelzen, also Rücken ein bisschen tiefer. Und langsam wieder nach vorne kommen, Fußspitze aufstellen, dreh dich zur Mitte, Rücken rund, Rücken gerade, noch einmal rund, ganz gerade aufrichten, locker lassen die Schultern, so richtig entspannt nach hinten kreisen, sehr fleißig, atme ein, Füße zusammen. Atme aus, fallen lassen. Jetzt nochmal ein. Jetzt kommt der Gleichgewichtstest. Ein Bein kreuzt. Schieb den Po nach hinten und halte dich ruhig irgendwo fest. Spür die Dehnung im Gesäß. Wieder lösen. Einatmen, andere Seite. Kreuzen, zurücksetzen. Ruhig irgendwo festhalten. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht und es war kurzweilig. Wir haben wirklich alles durchgearbeitet. Auf jeden Fall morgen dabei sein, Bauch und Rücken. Richte dich auf, lass locker, atme ein. Fass mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk, kreuz jetzt und zieh deine ganze Seite lang, noch länger. Wechseln, andere Seite langziehen. Dann wieder auflösen, lockern, einatmen, sehr fleißig, ausatmen, einatmen, langstrecken, recken, den Bauch dehnen, gähnen, Arme öffnen, Schultern zurück und mit dem Ausatmen entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super.
Wenn du Lust hast, wie gesagt, morgen dabei sein, du findest die ganze Reihe da oben bei dem Infopunkt übrigens im rechten Eck oben. Du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Home Fitness schnell, einfach, effektiv. Mal schauen. Ansonsten abonniere meinen Kanal, das ist kostenfrei. Klar freue ich mich, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du unten in der Beschreibung, da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf, dann kannst du auswählen, mit wie viel im Monat du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Vielleicht 2,50, 5 Euro, 10 Euro, 20, was es dir halt wert ist. Vielen Dank. Auch an die, die es bereits tun natürlich. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ja, bis morgen.